Räume waren lieblos, die Studierenden waren schlecht ausgebildet und es waren wirklich heftige Jahre. Lebenswege, der Podcast des Vorarlberg-Museums. Gespräche mit spannenden Persönlichkeiten. Heute im Gespräch Roland Gneiger, der in Bregenz geborene Architekt und langjährige Professor an der Kunstuniversität Linz, spricht über seine Erfolge und Niederlagen, über seine Kindheit und die Wanderjahre, seine Plus und Minus. Wenn ich einen Aspekt sagen würde, der mich in meinem ganzen Berufsleben am stärksten bewegt hat, dann war das immer der, das Soziale, das Ökologische und die Kunst zusammenzubringen. In der heutigen Folge: Der Professor krempelt ein Hochschulstudium um und lernt selbst viel dazu. Das Gespräch mit dem Architekten Roland Gneiger führt Markus Barney. Meine Damen und Herren, liebe Podcast-Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zur 5. Folge unseres Lebenswege-Podcasts mit Roland Gneiger. Unsere Aufnahme entsteht im Vorarlberg-Museum in Bregenz und zwar vor Publikum. Warum das so ist, können Sie noch in der ersten Folge dieses Podcasts nachhören. Heute geht es allerdings auch um das Reden vor Publikum und zwar vor einem Fachpublikum an der Universität. In der letzten Folge dieses Podcasts war am Schluss die Rede von deinem Burnout, den man damals noch nicht so nannte, und der Flucht auf die Insel. Kurz davor bist du in Kontakt gekommen mit Studierenden der Universität Linz, die dir irgendwie nahelegen wollten, du könntest doch dort Professor werden, und du musstest sie aber enttäuschen, weil du eben ihnen erzählt hast, du würdest gerade dein Büro schließen und eine Pause machen und ganz und gar nichts machen, was irgendwie mit Lehre oder sonst was zu tun hat. Und dann ist es aber trotzdem passiert. Ja, wir haben ja die letzte Sendung so geendet. Ich war auf der Insel, ich war ja dann im wörtlichen Sinn auf der Insel, nämlich auf der Insel Chios in Griechenland. Und ich habe mich da weltmeisterlich betätigt im Dauersitzen in einem Stuhl. Ja, ich habe erzählt, dass ich die ersten 3 Tage und Nächte durchgeschlafen habe vor Erschöpfung, wie ich dort angekommen bin. Und dann habe ich einfach entledigt von allen Erwartungen an mich selber, dass ich wieder irgendetwas leisten muss, und habe mich damit versöhnt und habe dann ein Beispiel genommen an den alten Griechen, die an nichts tun stundenlang im Kaffeehaus oder am Dorfplatz sitzen können, und da habe ich mitgehalten. Also irgendwann einmal bin ich 7-8 Stunden, glaube ich, von einem Korbsessel nicht aufgestanden und habe da beim Wirt halt mal ein Uso bestellt und dann ein paar gefüllte Weinblätter, und irgendwann, es hat ja kein Handy gegeben in der Zeit, es war noch nicht einmal bekannt. Irgendwann kommt der Wirt ein bisschen aufgeregt, Nikos hat er geheißen, der Nikos kommt ein bisschen aufgeregt und ruft mich: Roland, Roland, Telefon für dich. Ja. Und dann kommt ein Anruf, und der war von der Universität in Linz. Und es gibt eine starke Gruppe, die mich gern dort als Professor sehen würde. Und ob ich da grundsätzlich bereit wäre. Davor hat es eine Studierendeninitiative gegeben, die mich gern als Professor sehen würde. Und einer davon oder 2, 3 davon waren bei einem Vortrag, den ich in Graz, im Haus der Architektur in Graz gehalten habe. Und dann waren die da angetan von meinem Vortrag oder von meinem Auftritt und haben mich angesprochen und haben gesagt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe eigentlich eher abgewehrt. Ich war nicht interessiert und war genau in der Phase, wo ich gewusst habe, ich muss aussteigen und nicht einsteigen in was anderes. Dann haben sie mich aber eingeladen und dann bin ich einmal nach Linz gefahren, bevor ich auf die Insel bin. Und dann sitzen da wirklich in einem Gasthaus 30 Studierende, hellwach, hochinteressiert, und wollten mit mir ins Gespräch kommen. Und ich meine, 30 Studierende, Meisterklasse Architektur, wo es nur 70 Studierende gibt, das war gewaltig. Ja.
Und die haben irgendwie bekundet, dass sie Interesse hätten, dass ich das mache. Und der Roland Gruber war einer davon. Und der war einer der Sprecher, weil er damals der Motor, ein wichtiger Motor unter den Studierenden war. Und die haben es zumindest so weit gebracht, dass ich Bewerbungsunterlagen abgegeben habe. So war es, ja. Und wie ich in Kios in dieser Tiefentspannung verharrt habe, kommt dieser Anruf und frage, ich wäre da in der engeren Wahl und ich müsse aber in Linz sein. Ja, ich müsse aber in Linz sein und es wollen mich ein paar Professoren kennenlernen und ich muss da also mit dem Rektor ein Gespräch führen und ich muss nach Linz kommen. Und ich war schon über 2 Monate dort, war also wirklich sehr entspannt und schon irgendwie gut erholt und bin am nächsten Tag ins Reisebüro und habe mir einen Flug nach Wien gebucht. Ich muss sagen, ich hatte damals wirklich noch Flugangst und wir haben eine Flugverspätung gehabt, das ist ein kleines Detail am Rande. Wir haben eine Flugverspätung gehabt und ich habe unbedingt dorthin zu dem Termin müssen. Und es war, ich habe gewusst, das geht sich eigentlich nicht mehr aus. Die haben immer gesagt, der Abflug, wir schaffen das schon noch. Und irgendwann kommt die Stewardess zu mir und sagt, es geht sich nicht mehr aus, außer sie organisieren das, am Rollfeld steht ein kleiner LKW, der bringt mich zum Anschlussflug. Aber ich muss jetzt in den Gepäckraum hinten hinaus und meinen Koffer rausholen. Ja? Ich mit meiner Flugangst bin da über 50, 60 Koffer gewankt, da in dem Flieger drinnen und habe da meinen Koffer herausgesucht, wurde zur Tür gestellt und bin wirklich, die Tür ist aufgegangen, ich bin die Stiege hinunter. Der hat mich da 2 Kilometer übers Rollfeld in Athen geführt, ja, und ich bin als Letzter da in den Flieger nach Wien gehupft. Das ist ein ganz kleines, aber lustiges Detail am Rande. Und ich war wirklich sowas, ich habe mir gedacht, ja, schauen wir uns das einmal an, aber ich war echt nicht erpicht auf diesen Job. Ja. Ich war echt nicht erpicht auf den Job. Und ich glaube, das ist die beste Voraussetzung, die man liefern kann. Also braun gebrannt, tiefenentspannt, total erholt, fokussiert, wie man es nur fokussiert sein kann, weil eigentlich interessiert an so einem Gespräch. Und ich habe, glaube ich, dort gut performt. Ja. Das ist nicht schlecht gelaufen. Also jedenfalls ist dann ein Journalist vom ORF-Landesstudio und hat mit mir ein Interview gemacht, als wäre ich schon der Professor. Ja. So hat er das erlebt. Ja. Und in Wirklichkeit hat er dann das ganze Verfahren erst wirklich begonnen. Ja. Also so, ich war ja frei. Ich war ja wirklich unheimlich frei. Und bis zum Schluss habe ich mir gedacht, ja, wenn das gut läuft, dann läuft es. Und wenn es so sein soll, dann ist es so. Und dann bin ich, ich muss fast sagen, in einer ziemlich, also es hätte fast gern ein Kraftwort gebraucht. Ich hätte gern gesagt, ich bin in eine beschissene Lage gekommen. Das war nämlich eine verwahrloste Schule. Ja, es war, wie ich dort angefangen habe, war eine überbordende Curriculum, ein Lehrplan, der war so vollgeräumt, ja. Überhaupt nicht ausgerichtet auf zukunftsfähige Inhalte. Ja. Ich konnte 1,5 Jahre keinen Assistenten bestellen, weil die an der Universität, die haben Verträge, sind ja Mitarbeiter an der Universität, wenn die nicht Tafelsilber stehlen, dann kriegt man sie ja nicht los. Ja. Die Räume waren lieblos, die Studierenden waren schlecht ausgebildet und es waren wirklich heftige Jahre. Ich war eigentlich ungeschickt in meinem Umgang. Ich mache Dinge übers Knie brechen wollen. Ich habe noch nicht verstanden, wie viel man reden muss, wie viel man mit Studierenden über Einkünfte treffen muss. Die Studierenden haben wahnsinnig viel von mir erwartet, weil sie mitbetrieben haben, dass ich in diese Stelle komme.
gleichzeitig haben sie mir dann aufgrund dieses Erfolgs eigentlich gesagt, wo es lang geht oder sagen wollen, wo es lang geht. Ja. Ein Professor ist gekommen und hat gesagt, er ist gut mit Peter Cook befreundet, ja, und mit der Sarah Hadid, ja, und die bringt er mir sofort als Gastreferentin. Ja. Und dann musste ich zu ihm sagen, du lieber Freund, das geht gar nicht. Ich möchte zuerst meine eigene Linie entwickeln, bevor da die Weltstars hereintrudeln. Ja. Und habe dieses Angebot abgelehnt, was er mir nie verziehen hat. Aber es war so. Und es waren echt schwere Jahre und wirklich schwere Pionierjahre. Aber gleichzeitig war ich in einer Position, wo ich fast als Ein-Mann-Unternehmen gegen Widerstände von Gremialen, gegen gremiale Widerstände, aber ich konnte ein Studium designen. Ja. Ich konnte langsam über die Jahre eigentlich langsam in immer besserer Kooperation mit den Studierenden und den Studierendenvertreterinnen, die Lehrbeauftragten waren alle vom Alter jenseits der 60 und haben Dinge gelehrt, wo mir schon die Studierenden gesagt haben, die gehören alle weg. Und, aber das kann man ja nicht so schnell machen. Du kannst nicht hineinfahren, wenn es einen überalteten Studienbetrieb gibt und du weißt, dieses Curriculum muss ja voll grunderneuert werden, dann wäre ja nicht neue Lehrbeauftragte einstellen für ein total veraltetes Curriculum. Also insofern waren das echt wirklich viele Jahre der Aufbauarbeit und oft habe ich mir gedacht, wieso habe ich mir das eigentlich angetan? War es doch als erfolgreicher Architekt unterwegs, hätte nur mal mehr Entspannung gebraucht und weniger arbeiten und dann wäre das viel besser weitergegangen. Aber es hat dann eine Kehrtwendung gegeben und ganz plötzlich sind die Dinge aufgegangen. Plötzlich ist das, was ich dort habe etablieren können, hat Platz gefunden. Plötzlich sind die Dinge zur Geltung gekommen, die meine Anliegen waren, das gesellschaftsrelevante Ausrichtung auch nach sozialen Inhalten, die ökologischen Themen, Holzbau, wo ich ja wirklich einer der profiliertesten war, das hat plötzlich Platz gefunden und ich habe diese Inhalte unterbringen können und wir haben dieser Universität ein Profil verpassen können und da sage ich jetzt schon, ich meine, es hat dann nach, ich glaube, 6, 7, 8 Jahre wollte man das Wissenschaftsministerium wollte uns abdrehen, weil die gesagt haben, Holland hat 2 Studienausbildungsstätten, Österreich hat 7 damals gehabt. Wir brauchen nicht alle und diese kleine da in Linz, die unbedeutende, die ist verzichtbar. Und das hat man dem Rektor so vorgeschlagen. Und da war ich aber schon 4 Jahre dort, aber es war noch kein Wandel sichtbar. Und da war ich meinem Freund Friedrich Achleitner unendlich dankbar. Der wurde als Berater ins Ministerium gebeten und die Ministerialbeamten dort haben ihn gefragt, wie er diese Sache sieht. Und er hat gesagt, dreht's nicht Linz ab. Da entsteht wirklich was Wichtiges. 3, 4 Jahre später, es gibt das wichtigste Ranking der Universitäten. Ich weiß, Rankings sind eigentlich ein Wahnsinn, die sagen eigentlich nichts aus. Aber als PR-Masche ist es gut. Die Zeit, die Hamburger Zeit und der Spiegel geben alle jedes Jahr ein universitäres Ranking heraus und publizieren das immer mit verschiedenen Semestern. Und die haben uns auch gerankt und wir haben die besten Bewertungen gekriegt von allen österreichischen Schulen, Architekturschulen. Und es hat im ganzen deutschen Sprachraum nur 2 Stellen gegeben, die so gut waren wie wir. Ja? Und das hat dazu geführt, dass plötzlich aus der Türkei, aus Frankreich, aus Spanien, aus Hamburg,
aus Wien, habe ich immer betont, wenn ein Wiener nach Linz kommt, dann haben wir gewonnen, habe ich immer gesagt. Wenn Wiener nach Linz zum Studieren kommen, also so tief in die Provinz, dann haben wir irgendwie gewonnen. Und das war irgendwie so. Also da hat es richtig gebummt. Ja. Und ist so vieles aufgegangen. Und da sage ich jetzt, also so Leuten wie dem Clemens Quirin und dem Roland Gruber und dem Sigi Atteneder und der Anna Heringer, die so prägend waren, so prägende Figuren. Ich meine, die Anna Heringer ist Harvard-Professorin worden, 4 Jahre nachdem sie die Diplomarbeit bei mir gemacht hat. Also denen bin ich ja unglaublich zu Dank auch verpflichtet und nicht verpflichtet, weil ich das gern auch ausdrücke, weil die mitgezogen haben. Und der Clemens war einer der Wichtigen, der hat so meine Steckenpferde, Base Habitat, dieses Bauen im globalen Süden, der hat mit auf den Weg gebracht, über Holz. Und ich habe plötzlich gute Stimmung gehabt, tolle Mitarbeiterinnen, ein wahnsinnig motiviertes Lehrenden-Team. Du hast jetzt ein paar Stichworte schon angesprochen, also von Dingen, die herausgewachsen sind gewissermaßen aus diesem Studium. So prinzipiell zählt am Anfang, es war völlig überfrachtet mit Inhalten. Also du hast sozusagen auch ein bisschen entflochten das Ganze und den Studierenden auch mehr Freiraum gegeben, wirklich an Projekten zu arbeiten. Das war so einer der Schwerpunkte zunächst mal. Und die Geschichte mit Exkursionen machen und Dinge kennenlernen und das zum Teil noch während der Ferien. Wie hat denn das geklappt? Ganz am Anfang, wo so vieles noch schief gegangen ist, da haben ja die Studierenden manchmal gesagt, sie machen jetzt Dienst nach Vorschrift. So was das heißt, das muss man, glaube ich, nicht groß erklären. Also wenn es nicht gelingt, der Motivation entstehen zu lassen. Ich meine, es gilt wahrscheinlich nicht nur fürs Architekturstudium, aber wenn die Motivation nicht stimmt, als Professor hast du einen eigentlich verschwindend kleinen Einfluss auf die Entwicklung deiner Studierenden. Ich kann nicht so sagen, weil wir so klein waren und ich habe die alle gekannt. Und das ist das Schöne an diesen Kunstakademien, dass die ja über Jahre in einem Feld bleiben, das du überblickst. Ja. Und nicht wie an der TU, da ist jemand einmal ein Semester in deinem Studio und dann ist er weg und du verlierst den aus den Augen und weißt nicht, was aus denen geworden ist. Und ich habe da so Biografien begleiten dürfen und Biografieverläufe beobachten können. Und das ist unglaublich interessant und spannend, weil man konnte viel individueller dann auf diese Befindlichkeiten auch eingehen. Und wie dann dieses Vertrauen gewachsen ist, da war es nicht mehr Dienst nach Vorschrift, sondern wir machen alles und wenn es in den Ferien ist. Und deswegen habe ich auch Lehrveranstaltungen ans Ende der Semesterferien im Sommer verlegt, wo wir wandern gegangen sind, was 10 Tage Abwesenheit von der Uni und von den anderen Lehrveranstaltungen wäre ja für mich nicht gegangen und für mich nicht möglich gewesen und für die Studierenden erst recht nicht. Was hast du denn in dieser Tätigkeit, in dieser Zeit, das sind ja mehr als 20 Jahre in Linz, 23 Jahre, ja, gewesen, über das Bildungssystem in Österreich gelernt? Ja, ich habe gelernt, dass die einzige und bedeutendste Kreativanteil die sogenannte Studienberechtigungsprüfung ist. Die befähigt jemanden, der eine Lehre, eine Berufsausbildung macht, in Österreich dazu, ein Studium zu beginnen. Ich habe gesehen, wie ungeerdet manche Studierende und manche Studenten aus der HS gerade so 4 Monate nach der Matura dann ein Studium beginnt, in der ganzen Unsicherheit, ob das das Richtige ist und irgendwie in einem unklaren Berufsbild und in einer zweifelhaften Motivation, auch deswegen, weil da alles so selbstverständlich ist. Mein Studium,
so ein Studium kostet wahnsinnig viel und die Architekturstudien die sind richtig teuer. Da kosten Studierender ungefähr das, was man in England wirklich Studiengebühren zahlt, ja, nämlich 12.000 bis 15.000 Euro pro Studienjahr. Das hat man uns auch vorgerechnet. Also vom Rektorat kenn, habe ich immer die Zahlen auch vorgelegt gekriegt, was wir kosten. Ja. Und da gibt es kaum eine Wertschätzung. Und die Studierenden, die über unkonventionellen Einstieg, die waren sowas an motiviert, die waren auch sowas an, das waren das Salz in der Suppe der Studierenden. Unsere Studierenden waren extrem inhomogen. Die ganze Zusammensetzung war extrem inhomogen. Manche sind von der AHS-Matura direkt dorthin, manche sind nach einer HTL dorthin, was schon einmal ganz andere Voraussetzungen hat, wenn man in einer Hochbau-HTL war. Manche haben nach der HTL noch 5 Jahre Berufspraxis gehabt. Manche haben irgendwann einmal eine Matura gemacht, haben dann 3 Kinder großgezogen und sind noch einmal ins Architekturstudium eingestiegen. Und bei der Größe war das ein richtig guter Sauerteig, der dann aufgegangen ist in der gegenseitigen Inspiration. Und darum sage ich, die interessanteste Innovation in unserem Bildungssystem ist die Studienberechtigungsprüfung, weil viele Schüler quälen sich endlos lang bis zur Matura. Die Eltern sind nervös, die Schüler quälen sich ab, weil sie fürs Gymnasium offensichtlich nicht, dass man dort bringen muss, nicht talentiert genug sind. Und manche gehen halt dort dann auf, entwickeln sich. Deswegen habe ich eingangs gesagt, ein Maturazeugnis sagt gar nichts aus. Und wie ich auch diese ganze Zeit immer Vorsitzender der Aufnahmeprüfungskommission, und da habe ich mir natürlich die Bewerbungsunterlagen immer angeschaut. Und im zweiten Jahr habe ich gewusst, dass ein Maturazeugnis nicht relevant ist, keine Aussagekraft hat für das, was dann dort aus jemandem erwächst. Also die Anna Heringer, die ist bei der ersten Aufnahmeprüfung, das macht sie mir bis heute zum Vorwurf, ist sie nicht aufgenommen worden, oder? Und hat dann diese Weltkarriere hingelegt. Ja? War ausdauernd, Gott sei Dank, genug ausdauernd, aber so sind die Dinge. So sind die Dinge, du kannst... Ich meine, ich finde es unglaublich, dass wir mit 6 Jahren uns zumuten, zu sagen, wie mein Lehrer in der 4. Volksschule, der gesagt hat, aus der ganzen Klasse gibt es nur einen, der befähigt ist, eine Matura zu machen. So haben die Lehrer ja wirklich, die wissen darüber Bescheid. Ich war natürlich nicht der eine, sondern ich war einer der allerletzten in seiner Bewertung. Selbst mit 18 kannst du nur nicht sagen, wohin die Reise geht. Also manche sind unsererseits mit großen Erwartungen angetreten und haben eigentlich einen Studierendenverlauf gehabt, der eher ernüchternd war, und bei anderen ist es kontinuierlich nach aufwärts gegangen und das geht dann im Berufsleben unter neuen Voraussetzungen genauso weiter. Ja. Und da quält man sie, weil jemand in Mathematik nicht gut ist oder in Deutsch oder in Französisch nicht gut ist, muss er möglicherweise wiederholen. Und das ist alles dann für dieses Studium ohne große Relevanz und vor allem für seinen Berufslaufweg. Und das würde ich gern deponieren, weil da gehört so viel Stress rausgenommen bei Lehrenden, bei Lehrerinnen und Lehrern, bei Schülern und bei Eltern, die der Schule und den Lehrern Druck machen. Oh, ja, und das habe ich gelernt. Und darum meine ich, wir sollten da uns ganz anders entspannen. Ja. Du hast 2 Stichworte schon genannt, nämlich Lehrgänge, die herausgewachsen sind aus diesem Studium, das du dort reformiert hast, Überholz und Base Habitat. Das eine ein Lehrgang, der sich dem berufsbegleitenden Universitätslehrgang, der sich mit dem Holz beschäftigt, der inzwischen sich so weiterentwickelt hat, dass er wirklich großes Interesse findet, großes Aufsehen erregt. Auf sowas kann man auch ein bisschen stolz sein, oder?
Ja, das war irgendwie naheliegend. Ich habe mir natürlich gedacht, was etabliere ich, was ich kann. Und auf der universitären Ebene in Österreich, wo es kaum Alternativen gibt, wenn ich das nicht mache, und aus meiner architektonischen Sozialisierung da in Vorarlberg unter den Einflüssen von Burin und Albrecht und Weger und unter dem meiner ersten Bauten und dem ersten Erfahrung sammeln, habe ich natürlich gewusst, ja, der Holzbau ist international unterbelichtet, da könnten wir doch was draus machen und da könnten wir ein Profil draus entwickeln. Da kann mir nicht so schnell jemand da das Wasser reichen, sage ich jetzt ein bisschen überheblich, wenn ich das dort etabliere. Und so war es auch. Ja. Das ist zäh angelaufen, weil der ist kostenpflichtig, der Lehrgang. Ist von der Wirtschaft viel mehr versprochen als gehalten worden, dass sie da mitfinanzieren. Es war ein gesamtösterreichisches Interesse, dass das sich irgendwo in der Architekturlehre dieses Thema abbildet. Die Holzbauwirtschaft gehört zu den stärksten Österreichs insgesamt, zu den auch Export- und budgetstärksten Wirtschaftszweigen, ich glaube an dritter Stelle nach dem Tourismus und noch ein irgendwas anderem. Und da habe ich mir gedacht, da könnte man was draus machen, und so war es dann auch. Aber es hat Jahre gebraucht, weil junge Architektinnen, die verdienen wenig, um für einen Lehrgang, der hat damals, ich glaube, 6.000, 7.000 Euro gekostet, um das zu finanzieren, besonders wenn man Familie hat und schon von den nicht so üppigen Gehältern, die man als Mitarbeiter in einem Architekturbüro generiert, leben muss, dann ist das nicht drinnen. Und da war zwischen dem Interesse und der wirklichen Anmeldungszahl war ein großer Gap. Ja. Da war ein großer Unterschied. Und es hat Jahre gebraucht, um den zu überbrücken. Aber ich glaube, jetzt ist er wirklich, ich freue mich auch sehr, der Helmut Dietrich, einer der ausgewiesensten Experten für Holzbau, nicht nur in Vorarlberg, sondern weit darüber hinaus, ist jetzt mein Nachfolger in der Leitung. Und der hat gesagt, bei den zweiten Lehrgängen, bei den jetzigen jüngsten Lehrgängen, haben sie viel mehr Bewerbungen. Und die kommen aus der Schweiz, aus Deutschland. Weil es ja nicht nur Architekten sind, es sind ja auch Menschen, die irgendwie im Holzbau aktiv sind, ob Zimmerer oder dergleichen. Zimmerer, das ist das Spannende, und zwar einfach, das hat auch mit unserer Erfahrung, der Wolfgang Ritsch war auch ganz am Anfang und auch prägend mit dabei, mit unserer Erfahrung zu tun, dass der Erfolg des Holzbaus in Vorarlberg und seiner internationalen Bedeutung nicht nur den Architekten anzurechnen ist, sondern diesem Miteinander von Tragwerksplanern, sprich Statikern, von Holzbaufirmen, wo wir auf Augenhöhe miteinander und nicht mit Porsche vorfahrend, ja, als Architekten, und nicht mit diesem Berufsverständnis, sondern mit einem des kooperativen Denkens. Ich glaube, da waren die alle beteiligt, und wir haben dann gesagt, wir müssen all diese Gruppen schon gemeinsam in diesen Lehrgang hineinkriegen, damit die gemeinsam Projekte entwickeln und diese Vorteile dieses Miteinanders schon in der ganz frühen Konzeptionsphase erleben und die verinnerlichen und dann in die Praxis hinaustragen. Und ich glaube, so ist es dann auch. Da bilden sich Seilschaften schon während des Lehrgangs, die dann anhalten, auch über das Studium hinaus. Ein besonders spannendes Projekt ist ja wohl der Masterstudiengang Base Habitat. Das seid ihr in den globalen Süden gegangen, um dort Projekte zu realisieren. Am Anfang stand ein Projekt in Südafrika vom späteren Wiener Stadtrat Christoph Chorherr, der dann in diesem Zusammenhang letztes Jahr vor Gericht gestanden ist. Wie hast du das denn erlebt, wenn einer wie Christoph Chorherr da sich sozusagen plötzlich als Angeklagter wiederfindet, weil man ihm Betrug vorwirft? Ich bin ja bis heute gut mit ihm
befreundet und ich weiß um seine Stärken und seine Schwächen. Und alles, was man ihm vorgeworfen hat, ist natürlich nicht stichhaltig und deswegen ist er auch freigesprochen worden. Und ich weiß auf der anderen Seite, dass er ein Schlamprian ist und dass er so Dinge wie saubere Trennung der Funktionen, der hätte natürlich nie Obmann des Vereins bleiben dürfen, für den er Gelder eingeworben hat. Das sieht er heute auch so. Ja. Aber, und er ist ein unglaublich inspirierender, begeisterter und architekturbegeisterter und Treiber. Und das war er schon in der Phase, in der er in der Wiener Kommunalpolitik war, weil ich keinen Politiker, und ich habe viele kennengelernt in all den Jahren, die Architektur so verinnerlicht haben und so zu ihrem Spezialthema entwickelt haben. Städtebau und Architektur. Und der Christoph Chorherr hat mich 2003 angerufen und gefragt, ob wir nicht in Südafrika eine Schule bauen wollen. Aha, Südafrika, wo? Ja, Johannesburg in einem Township. Township ist die nette Bezeichnung, etwas harmlosere Bezeichnung für einen Slum. Ja, früher haben wir Slum dazu gesagt, vielleicht ein bisschen etwas weiterentwickelter Slum. Die Anfrage hat mich am linken Fuß erwischt. Ich bin mit dieser Idee ohne irgendeiner Vorgabe vor die Studierenden getreten und habe gefragt, interessiert euch das? Ja, da war eine große Resonanz. Also ohne der hätte ich mir das gar nicht getraut. Ich meine, ungefähr Ahnung habe ich schon gehabt, was uns da erwartet. Ja. Also was heißt das genau genommen? Wir sollen eine Schule planen an der Universität. Wir sollen dann mit Studierenden nach Afrika kommen, nach Südafrika, in dort mitleben mit unserer Bauherrschaft und eigenhändig diese Schule bauen. Und 15.000 Euro gibt es Christoph Chorherrs Seite. Den Rest müssen wir auf die Beine stellen. Und die erste Schule, die hat so 80.000 oder 90.000 Euro gekostet. Und das muss, also schwerpunktsmäßig am Anfang schon ich aufstellen irgendwo, durch Drittmittel, durch Sponsoring, Touren und so weiter. Aber wir sind in das Abenteuer hinein, zugegebenermaßen auch blauäugig, aber das war gut so, sonst hätten wir wahrscheinlich überhaupt nicht begonnen und haben dort tatsächlich, jetzt korrigiere ich mich, nicht der Schule, sondern es war ein Heim für behinderte Kinder. Da war schon ein Bestandbau da, der aus einer japanischen Stiftung finanziert wurde und der musste erweitert werden. Wir haben in Linz da die Planung dafür gemacht und sind dann nach Südafrika gefahren und wir, sage ich immer, ich habe natürlich nicht viel an der Baustelle mitgearbeitet, aber ich war die Hälfte der Zeit war ich mit vor Ort und habe da ein bisschen gemanagt und in der Debatte um die Detailausbildung manchmal mitgehalten. Aber jetzt komme ich zurück, da waren natürlich die bei uns mit im Boot waren, aus dem zweiten Bildungsweg, großartiger ehemaliger Polier, ja, gelernter Maurer und ein Tischler war dabei, Tischlergeselle, der dann im zweiten Bildungsweg Architektur studiert hat. Später war dann ein Schlosser dabei, der den Studierenden Schweißen gelernt hat. Also das war ein Crashkurs in Handwerk und wir haben das dort, glaube ich, ganz anständig entwickelt. Und was, glaube ich, so wichtig war, wir haben immer einen hohen gestalterischen Anspruch formuliert, der auch diese Bauten dort haben müssen. Und da muss ich jetzt dazu erklären, die waren alle mit lokalem Material gebaut, also mit Lehm, mit Erde. Dieses erste Gebäude in Südafrika war zwischen einer Schalung, die aus einem Flechtwerk von Steppengras erstellt wurde, wurde Erde eingestampft. Ja. Klimatisch eine tolle Bauweise, aber vollkommen unvertraut und unbekannt, sowohl für uns als auch für die Einheimischen dort.
Aber alles hat so eine wahnsinnig faszinierende Anmutung gehabt und ist echt durch die Fachpresse durchmarschiert. Ja. Und das hat uns ganz schnell, schon nach der ersten Baustelle, da gibt es den Papst, das Passivhaus Feist, glaube ich, in Stuttgart. Und der hat irgendwo geschrieben, das erste solarpassive Haus in der südlichen Hemisphäre. Das war als Auftakt schon nicht schlecht. Wir haben für dieses Haus den Energy Globe Award gewonnen, im Parlament in Brüssel vergeben. Ja, also weltweit haben wir den gewonnen. Und es war wahrscheinlich wirklich der erste, es ist hochgegriffen, dass es wirklich ein solarpassives Haus, aber es war der Versuch und diese Richtung. Ja. Und es war der Versuch, in diesen Ländern nicht Europa nachzuäffen, weil das war ja Europa und Amerika mit Beton und Stahl und Glas, haben sie sich aber nie leisten können. Und auf die Mittel zurückzugreifen, die ihre eigenen sind und die so viel Charme entfalten können. Und kurz darauf hat dann die Anna Heringer ihre Diplomarbeit von einer Schule in Bangladesch gemacht. Also bei uns hat sie ihre damals hat es noch Diplomarbeit geheißen und nicht Masterarbeit, und hat diese Schule realisiert, und die ist ein wunderbares, zauberhaftes, poetisches Ding geworden, das wirklich durch die Weltpresse gegangen ist. Und zwar nicht nur durch die Fachzeitschriften, sondern die hat die größten Architekturpreise dafür gewonnen, den Aga Khan-Preis. Das ist der wichtigste Architekturpreis im arabischen Raum. Und dann stehst du wirklich in der ersten Reihe. Und das hat uns hineinkatapultiert. Und ich glaube, es hat zu tun gehabt damit, dass das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit plötzlich nicht mehr im Birkenstock. Und damals war ein Birkenstock, Birkenstock war noch nicht das, was sie heute sind, der Nobelmarke, sondern das sind die Wollsocken, Träger im Birkenstock gegangen. Ja, also das war so ungefähr die Grünen da, die schrägen Grünen, die klassischen Architekten alle Haare aufgestellt haben. Ja, und es war, wenn ich einen Aspekt sagen würde, der mich in meinem ganzen Berufsleben am stärksten bewegt hat, dann war das immer das Soziale, das Ökologische und die Kunst zusammenzubringen, weil ich überzeugt war, nur dann gibt es ein Ganzes. Und die Kunst hat so eine große Macht. Ich glaube, wir alle wählen, auch ich selber, ich muss sagen, in meiner Studienzeit musste man sich entscheiden, ob man gesund ist oder gut. Ja? Ob du Körnel hinunter beißt, die gesund sein sollen, wahrscheinlich nicht sind, ja, oder ob du was Gutes isst. Ja. Und diese zwei Welten zusammenbringen, das was schön, appetitlich, anregend und gut schmeckend ist und auch noch gesund, das ist das, was mich bewegt hat für die Architektur. Diese ganzen inhaltlichen Fragen zusammenzubringen. Und ich erinnere mich da, irgendwann hat er mal in einer Debatte ein türkischer Student an der Akademie den Meister Beichel gefragt, ja, im frühen 20. Jahrhundert hat so eine vollkommene Neuorientierung der Architektur gegeben. Und da sind wir weit weg, den internationalen Stil, die Moderne, so großartige Bewegung, die Style in den Niederlanden, den Le Corbusier, den Mies van der Rohe, ein unglaublicher historischer Aufbruch. Ja. Wo könnte der Nächste sein? Und der Beichel hat auf das keine Antwort gewusst. Und ich habe auch keine gewusst, aber ich habe gewusst, es muss eine geben. Ja, damals habe ich mir gewusst, ganz schön schwach, wenn du da uns jetzt nichts mit auf den Weg gibst. Aber es muss eine geben und ich glaube, das war sie. Also das, dass wir diese Welten zusammenbringen, die auseinandergebrochen sind. Und das kennzeichnet ja, glaube ich, geistesgeschichtlich diese Zeit, dass
so viele Welten nebeneinander existieren und die Dinge nicht zusammenkommen, dass das, was schön ist, auch nachhaltig ist, dass das auch gesellschaftsfreundlich ist, das macht, glaube ich, einen großen Unterschied. Ich bedanke mich für das Gespräch und weise noch ganz kurz auf die nächste und letzte Folge unseres Podcasts mit Roland Gneiger hin. Wir werden ein bisschen Bilanz über deine berufliche Tätigkeit ziehen, werden noch auf ein paar Dinge eingehen, die auch noch zu der Tätigkeit in Linz gehören. Unter anderem wird es um das Wandern und das Erwandern von Landschaften gehen. Nicht zuletzt um ein paar Ergänzungen, die wir bisher vergessen haben. Ich danke auch unserem Publikum hier in Bregenz, im Vorarlberg-Museum und natürlich Ihnen, den Zuhörerinnen und Zuhörern, für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Das war Lebenswege, der Podcast des Vorarlberg-Museums. Die Musik am Anfang und Ende stammt von der CD Mein Vorarlberg, des in den USA geborenen und in Vorarlberg lebenden Pianisten Peter Metzen. Weitere Folgen dieses Podcasts finden Sie auf der Homepage des Vorarlberg-Museums und überall dort, wo es Podcasts gibt.